Warte mal, bin ich gelb? Nein, ich bin blau. Gelb, nein, blau. Ah! Hey Leute, hier ist der Alemar. Zurück mit Mountain Blade Bannerlord. Wir haben einen herben Rückschlag erlitten. Boah, davon 7 auf 37? Wir müssen zurück und Truppen rekrutieren und dann gucken, wo der Rest von uns ist. Ostikan, Jakulan, die sind auch alle hier. Das ist gut. Das ist gut. Ostikan, was? Ostikan. Jakulan und Ostikan. Jakulan und Ostikan und Garland. Jakulan, Ostikan. Dann machen wir erstmal Ostikan. Es ist Winter. Die Frisur hält. Jetzt sind wir noch Rang 3. Ja, es war blöd. Alter, was krass, ey. Kavallerie haut jetzt richtig rein. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Aber Druschinik, ey, mit Lanzen. Und dann flügen die da durch die Infanterie durch. Hui. Vielleicht gehen wir mal auf Kavallerie, hm? Ein Riesenreiter her, sie zu knechten. Sie alle niederzureiten und ewig zu vertrampeln. Also, jetzt müssen wir nach nach Jakulan und Ostikan. Und Truppen rekrutieren. Jakulan und Ostikan wollen Wasser leben. Hudeledi, was ein schöner Tag. Hudeleli, was ein blöder Tag. Aldemar und seine Lappen gingen auf einen Krieg. Gingen in einen Krieg. Lachten und quatschten über die jämmerlichen Stürger. Dann wurden sie gefangen genommen und danach noch schon wieder. Hudeledi, was ein scheiß Krieg. Hudeledi. Jetzt kriege ich die ganze Zeit Moralprobleme. Jetzt müssen wir Pferde kaufen. Essensprobleme. Kapazitätensprobleme. Aber immerhin haben wir Geld, ja? Das ist halt deprimierend. Also, ich glaube, das mit dem Schmieden lassen wir. So. Damit können wir arbeiten. Obwohl, ich will es mit dem Schmieden nicht sein lassen, aber vielleicht sollte ich nicht horten. Alles verschmieden, was irgendwie da ist. Aber erstmal die Leute wieder einfangen. Haben wir erst Jakulan. Wo wollt ihr denn hin? Guck mal, wie lahm wir sind. Ich bin nichts ohne meine anderen. Nichts! Bin ich noch die Nummer 1? Warte. Rochussturm. Ja. Sehr schön. Weiter geht's. So, wer ist hier? So, weiter geht's. Ich musste kurz pinkeln. So. Don Luca. Ein Rad von Keks. So, wer fehlt denn jetzt noch? Hä, Pansen? Sieger, da ist ja adelig, die darf in die Burg. So, jetzt haben wir noch Ostikan. Ging schneller, erholt sich kürzlich aus der Gefangenschaft entlassen. Dann warten wir noch. Wenn jetzt hier nach Ostikan latschen, was wenn jetzt hier wieder... Komm, machen wir noch ein Turnier oder so. Oh, Knüppel, sind so schön, oder?
Hä, warum ist jetzt die Kamera wieder so nah? Ja! Oh oh. Oh Scheiße, oh Mist. Oh, töte ihn, töte ihn. Oh. Baum. Sehr schön. Gehen. Ja, sonst warten wir noch mal ein bisschen. Bisschen erholen, bisschen rekrutieren. Oh, Essen ist schon wieder low. Überschritten. 333. Ah, sehr schön. Immer noch nicht. Ah, bei Oxal ist sie also. Was war das denn gerade? Habt ihr es gesehen? Send Messenger. King Schneller, Gnados und Miglis, Klasse aufstrebender neuer Clan. Send Messenger. Send Massangar. Ne. Dann holen wir jetzt noch Pansen, den Gnadenlosen. Damit können wir ja unterwegs bei Oxhall vorbei. Oxhall! Welch glorreiche Armee wir doch hier besitzen. Komm, die will ich nicht. Wilde aus den Hügeln. Meine Armee doch nicht mit sowas verschandeln. 71.000, ey. Wir haben Moneten. Warte mal. Kann ich nicht mal... Kann dann... Holen wir uns jetzt dann noch irgendeinen Shop. Haben wir doch noch einen, ne? Ne, ach ne, haben wir maximal. Guck mal hier, Ostikan. Silberschmiede. 25. Aber was ist denn alles so schlecht? Die Schreinerei macht auf jeden Fall nichts gut hier. Aber von hier aus ändern kann ich das nicht. Doch, kann ich. Komm, machen wir mal Brauerei. Und dann haben wir die Silberschmiede hier. Machen wir mal Schmiede. Gucken, wie das so läuft. Halt Oxhall. Ich wollte noch Oxhall. Oxhall! Thank you.
Nee, ist hier nicht. Tja, ging schneller. Da musst du wohl ein bisschen warten. Denk mal, es ist auch eine, eine Adlige, ja. Quasi. Ja, ist ja nicht quasi. Kingsunella ist ja, ne? Die Dingens. Die Schwägerin. Die Schwangere. Und die müssen wir auch mal aufrüsten. Oh Gott sei Dank. Nein, ich wollte ja eigentlich Krieg. Burg Niviatsk wurde erobert. Hier sieht's aus. Flickenteppich. Wie viel dazu? Ach, hier ist der Pansen. Okay. Ja, jetzt fehlt noch Kingstonella. Das ist natürlich jetzt doof. Sie ist mit den euren Truppen zurückrufen. Ah! Ah, das geht's! Oh, Mann. Ich dachte mal, was heißt das? Irgendwie Erholungssymbol oder so. Komm, machen wir noch ein Turnier mit. Und dann haben wir erstmal einen Vorsprung. Dann können wir, dann brauchen wir erstmal keine mehr. Oder nicht mehr so oft. Es wäre cool, wenn es so ein, noch ein, halt wie gesagt, so ein richtig krasses Turnier geben würde. So 10 gegen 10. Oh Mist. Warte mal, bin ich gelb? Nein, ich bin blau. Gelb, nein, blau. Ah! Oh, das gibt's doch nicht. Ringel, Ringel, Reihe hier. Ah. Geht doch. Das langweiligste immer. Mit den blöden Sperren. Sehr schön. Ja. Und noch einer. Nein. Nicht die Hippe. Sehr schön. Ritter Drachenschild. Okay, dann. Oh, wieder Krieg. Oh, Lukon hat uns Krieg erklärt. Das ist Imperium, das ist ganz gut. Schäbige. Schäbige Lappen. Kohle. Ah, viel Truppen sind aber hier nicht. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen hier holen. Ja.
Tja, jetzt müssen wir aber auch mal ein bisschen kämpfen, damit die auch mal leveln. Die Waldmenschen, das sind die, die uns gefangen genommen haben, ne? Oder 21. Ja, ich muss Kavallerie auch holen. Wir können auch in das Versteck gehen. Das können wir ruhig auswürfeln, weil es sind ja sowieso nur... Oh, ist sogar keiner gestorben. Können wir direkt nämlich mal aufwerten. Mann, die ganzen Pferde, die wir verloren haben, das ist schon echt bitter. Echt bittere Pille. Machen wir das, machen wir das. Das können wir gut gebrauchen. Und los geht's. Ja, ist jetzt, es ist schon blöd, aber da kommen wir schon durch. Fire, kill them all! Machen wir ohne Schilde vor, weil das dauert uns zu lange. Warum ist denn Don Luca bei uns? Hat er schon wieder seine Karawane verloren? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Stimmt, die haben ja rekrutiert in Justikan. Mir da schon einfallen können. Don Luca, du kannst nix! Sehr schön. Durch die blöden Höhlen. Und hinten steht auch noch einer. Oh, sehr schön, Mann. Die Armbrust fliegt mal wenigstens. Ja! Dann können wir auch direkt in den anderen Eingang gehen. Ich glaube, das haben wir, oder? Der letzte blaue Balken ist ja immer nur für den Duellanten. Oh, da gibt es hier bestimmt irgendwo noch einen. Na, daneben! Alter, hier sind ja... Ah, jetzt haben wir es. Sehr schön. Kein Duell. Sehr schön. Hervorragend. Athletik. Ah.
Erhöht eure Trefferpunktsregeneration um 10%, wenn ihr stationär seid. Fußrummel und Truppen erhalten, wenn es wartet, in der Siedlung jeden Tag. Aha. Erhöht Trefferpunktsregeneration während der Bewegung um 10%. Ja. Bam. Direkt nochmal erhöhen. Direkt nochmal fokussieren. So, dann gehen wir jetzt mal Don Luca nochmal auf Jück schicken. Guck mal, da sind Pferde. Da gehen wir mal hin. Müssen uns mal Reitpferde kaufen. Kings Tunella ist wieder da. Gott sei Dank. Aber da hatten wir auch echt Pech mit der Karte, ne? Mit den Druschinik auf dem offenen Feld. Alter. So. Machen wir erstmal hier. Reitpferde. Reitpferde. Okay, das machen wir so. Dann hier. So, dann haben wir auch ein paar Pferdchen. Oh, das ist eine Quest. Saatgut. Müsste eigentlich gehen. Nein, nicht besuchen. Bitteschön. Das ist einfach nur Getreide. Essen. Das ist eine echt simple Quest. Das Problem ist, jetzt sind wir immer noch nicht bereit, gegen die Imperialen zu kämpfen. Weil wir haben keine erfahrenen Truppen. NZ ist ein bisschen blöd. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen klatschen hier. Ein paar Lappen. Und dann können wir wieder. Ja, entweder oder. Das mit Kavallerie ist so ein bisschen, so ein paar sind dann auch nicht der Knaller. Ja, oder wir schließen uns jetzt der Armee an. Aber wir sind zu langsam, ne? Wir sind zu langsam. Komm, wir müssen auch nochmal die Karawane Don Luca mal gerade auf die Reise schicken erstmal. Aha. Dann machen wir mit. Egal, will ich gar nicht wissen, wenn er gestorben ist. Alter, die greifen echt Bogniviansk an. Wir haben gar keine mehr. Wir brauchen Kavallerie. Kavallerie. Eigentlich finden wir auch ein paar Leute in dem... Sargot ist batanisch. Sie hatten die Chance und sie haben es nicht ergriffen. Die Vlandia. Ich glaube, Vlandien ist zum Tode. Also, wenn wir Sargot nicht haben, das geht ja immer als erstes flöten. Wie gesagt, ich würde gerne als erste Stadt Oxal oder Ostikan haben. Eigentlich Ostikan. Zed would be very good. Zed would. Ach, das gibt's doch nicht, Mann. Charas ist ja auch weg. Das vergesse ich auch jedes Mal. Okay. Ich wollte gucken, ob die da Kavallerie haben.
Aber erstmal hier. Das dauert ewig, bis wir da sind. Erstmal nach Charas. Krass, Charas. Ist schon bitter, ne? Gefangen genommen zu werden. Nee, auch nix. Ist nochmal Kavallerie. Pferde, Entschuldigung. Damit wir auch alle aufwerten. Ups. Ich dachte, es greift mich der Stoffhändler an. Ach, ich habe vergessen, Don Luca auf Arbeit zu schicken. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Los, Don Luca, mach uns reich. Steppe und Ebenen. Das ist gut. Betreten einer Stadt Bonis. Oder war noch was? Rochus Sturm schon wieder. Also, ne? Aha. Bei Verlusten durch Belagerungsbeschuss besteht eine 15% Chance, dass das Ziel nicht getötet, sondern nur verwundet wird. Oder 30% Chance pro Tag, ein lahmendes Pferd zu heilen. Oh! Tierarzt. Mal hier. Ich würde... Das wäre auch eine Idee. Oh. Nee, schaffen wir nicht. Oh, schaffen wir nicht. Das Ding ist, wenn ich jetzt hier irgendwo hingehe, dann... Also ich bin so langsam, das ist dann wieder mein Untergang. Und dann nur mit meinen Bauern gegen irgendjemanden kämpfen, der irgendwie Heittierreiterei hat, wahrscheinlich. Mit so Kataphrakten, mich niedermäht. Ah, Vogt. Verringert die Nahrungsverbrauch während der Zugehörigkeit zu einer Armee. Die Produktion von Werkstätten in eurem Besitz... Oh ja. Brauche ich gar nicht zu Ende lesen. So, pass auf, wir werden mal hier versuchen, Karawanen abzufangen. Aha. Das ist das Einzige, was wir jetzt mit unserer Lahmarmee machen können. Angriff. Mounted Archers! Troop! Infantry! Make a shield wall! Cavalry! Soldiers! Stand apart! Yeah! Soldier! Move! Move! Troop forward! Forward! Move! Move! Footmen! Move! Forward! Horsemen! Ja, viele Horsemen ist aber nicht. Horsemen! Follow me! Machen wir es lieber so. Shoulder to shoulder. Das dauert das zu lange. Cavalry, charge! Mit Armbrüsten. Ach, das sind... Das sind Karawanenwachen, diese Kumpel, oder was? Nee, ich dachte, das wären diese Keiler. Das sind Arenen. Aua. Gibt's doch nicht. Der mit der Fackel, das ist der Anführer, glaube ich, oder? Nee. Oh. Gut, Sieger, auf dich ist Verlass.
Oh, oh. Aua. Unserer. Sehr schön. Genau. Reitet durch unsere Truppen durch. Aua. Und ich habe das Schild. Und ich habe das Schild hochgenommen und die haben mich beide getroffen. Ich bin ein Bauer mit einem Hammer. Wenn man eine Burg hat und so, dann ist das nicht so schlimm, wenn man verliert, weil man kann einfach an der Burg wieder Garnison auffrischen. Also wie viele Verluste, ne? Bei ein bisschen Kavallerie. Ich meine Karawanen. Panzer der Gnadenlose. Aber Kavallerie ist wieder so gut, wie sie sein sollte, weil sie war ewig lang super schlecht. Aber ich bin, wie gesagt, unsicher, ob es der Mod ist oder Updates. Dankeschön. Dankeschön. Tja, ich bin jetzt down. Das ist natürlich blöd. Schade, ich habe es nicht komplett bekommen. 51 Upgrades. Dankeschön. Und Aldemar Level in Gaunerei. Ihr könnt in Turnieren den doppelten Einsatz wetten. Oh, der Lohn von Räubern hat in euren Truppen 20% reduziert. Erfolgsaussichten von Verkleidungsmissionen sind 50% erhöht. Das ist, glaube ich, ganz gut, weil Verkleidung kann man dann in verschiedene ohne moralen Verlust zum Konvertieren bringen. Geil. Geil. Okay, wir warten mal hier. Noch irgendwas? Nochmal ich. Medizin. Um 5% erhöht Trefferpunkte oder erhöht die Charakterheilungsrate um 30%. Mach ich über die Heilungsrate, damit wir nach Schlachten schneller wieder fit sind. Handel, nur während der Schmierige. Doppelter Verhältniszuwachs, Entschuldigung. Wenn die Probleme mit Handwerkern löst. Jede Gruppe. Nein. Doppelter Verhältniszuwachs, Probleme mit Händlern löst. Jede Karawane in eurer Stadt kommt, bringt 20 Gold. Ach, egal. Machen wir das. Okay. Müssen wir irgendwo. Bei Bewegung mache ich doch mehr. Mal irgendwo nochmal ausharren gehen. Weil ich hier warten. Ist immer nur in Städten gut. Oh Mann, das sieht so übel aus. Naja, dann muss ich wenigstens keinen Krieg gegen Batania gegen Vlandia führen. Sondern nur gegen Batania, wenn ich was erobern will. Gut, dann erstmal verkaufen. Ich sag, wir gucken da noch nicht mal. What? Guck mal, ist was Besseres. Ist nicht mehr so fällig, aber immerhin trotzdem gut. Immerhin trotzdem gut. Jetzt im Handel. Sehr schön. Leute, da muss ich aber erstmal hier aufhören. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Mountain Blade Bannerlord. Bis dahin, wie immer, haut rein.